Kinderwunsch auf Eis. Was kann ich alles einfrieren lassen im Rahmen der Kinderwunschbehandlung? Dieser spannenden Frage gehen wir heute nach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Mit dieser Videoreihe möchte ich dir helfen, schneller zu deinem Wunschkind zu kommen. Was kannst du alles einfrieren lassen? Bohnen, Erbsen, Gemüse, Fisch, Fleisch. Naja, wir wollen jetzt nicht in die Hausfrauensparte gehen. Was den Kinderwunsch angeht, kannst du auch einige Dinge einfrieren lassen, um deine Fruchtbarkeit vielleicht für später nochmal zu konservieren oder vielleicht auch noch Embryonen zu retten. Darauf gehen wir in diesem Video ein. Wäre es nicht praktisch, wenn du deine Fruchtbarkeit genauso kryokonservieren könntest wie deine Erbsen? Naja, willst du allerdings für die Fruchtbarkeit etwas kryokonservieren, dann brauchst du ein bisschen mehr als Tupperdosen und einen Kühlschrank. Du brauchst die richtigen Einfriermedien und flüssigen Stickstoff, der deutlich kälter wird, als es dein Gefrierschrank je werden kann. Denn nur mit viel Fingerspitzengefühl und den richtigen Medien überleben die Embryonen und Spermien den Einfrier- und Auftauvorgang. Als ich gelernt habe, und das ist schon ein bisschen länger her, 20 Jahre und mehr, war es sehr schwierig, Eizellen einzufrieren. Man hat immer gesagt, die Hälfte der Eizellen überleben das nicht, wenn sie wieder aufgetaut werden. Heute ist mit neuen Einfriermedien dieses Problem beseitigt, das heißt, fast alle Eizellen überleben, sodass du da auch neue Möglichkeiten für dich entdecken kannst. Und es gibt dann natürlich auch neue Geschäftsfelder. Du möchtest mit einer künstlichen Befruchtung schwanger werden und hast super gut auf die Medikamente reagiert, mit ganz, ganz vielen Eizellen und den wahrscheinlich auch den entsprechenden Spannungsschmerzen im Eierstock. Wenn dann noch eine gute Befruchtungsrate zustande kommt, dann hast du mehr Embryonen, als du zurücknehmen kannst. In Deutschland darfst du 3 Embryonen zurücknehmen. Meistens sind es 2, die man dann zurückgibt, weil man dann doch nicht möchte, dass höhergradige Mehrlinge entstehen. Was mit dem Rest tun? Du kannst den Rest einfrieren lassen und kannst dir das dann in einem sogenannten Kryozyklus zurückgeben. Das hat den Vorteil, dass du nur ein paar Medikamente brauchst, um die Schleimhaut anzuregen, dass die halt schön hoch ist und ein schönes Bett für deine Eizelle bildet. Ansonsten hast du eigentlich eine relativ leichte Medikamentengabe im Vergleich zu einer Stimulation. So ein Kryozyklus ist im Vergleich zu einer Stimulation wirklich fast eine Spazierfahrt. Und du kannst die Embryonen nutzen. Von daher, das sind zwar zusätzliche Kosten, aber es sind für dich auch zusätzliche Versuche und sie sind deutlich weniger belastend als eine Stimulation. Die Kosten solltest du nicht scheuen und solltest darüber nachdenken, die Eizellen einfrieren zu lassen, wenn du zu viel hast. Eingefroren werden Embryonen auch immer dann, wenn eine Diagnostik des Erbguts ansteht. Wenn in eurer Familie vielleicht eine sehr schwere Erkrankung vorkommt und du möchtest wissen, ob dein Kind, dein Embryo diese Erkrankung auch hat. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Präimplantationsdiagnostik zu machen, eine sogenannte PID. Hier werden vom 5 Tage alten Embryo Zellen abgeknipst und die genetisch untersucht. Den Embryo kannst du in der Zwischenzeit nicht im Nährmedium lassen, sondern du musst schauen, dass du ihn einfrierst, denn im Nährmedium ist er nicht gut aufgehoben. Dann wird also in diesem Zyklus die Diagnostik gemacht und wenn die Diagnostik fertig ist, kannst du im Folgezyklus mit einem Schleimhautaufbau dann die aufgetauten Embryonen zurückbekommen und nur die, die wirklich in Ordnung sind. Bei der Präimplantationsdiagnostik kannst du sowohl die männliche als auch die weibliche Seite mit abklären. Das heißt, du klärst im Prinzip den Embryo ab mit all dem, was er von dir oder von deinem Partner bekommen hat. Das ist jetzt nicht etwas, was du mal so nebenbei machen kannst und buchen kannst, sondern das ist in Deutschland sehr streng geregelt. Du musst dafür zum Ethikrat. Der Ethikrat entscheidet, ob du diese Untersuchung machen darfst oder nicht. Und die Krux an der Geschichte ist, zum Ethikrat darfst du nur einmal in deinem Leben. Das heißt, wenn du das vorhast, lass dich bitte von der Klinik gut beraten und von Fachleuten gut beraten, dass dieser Antrag auch wirklich wasserdicht gestellt wird. Die kleine Schwester der Präimplantationsdiagnostik ist die Polkörperchendiagnostik. Wenn das Ei befruchtet wird, dann teilt es sich zum letzten Mal. Und es bildet sich ein kleiner Polkörper, der dann am Ende oben so im Ei, hier ist das Ei und da ist der Polkörper, der liegt da so nutzlos rum und den kannst du ohne Schaden für das befruchtete Ei abknipsen und kannst da die Gene der Frau untersuchen. Du kannst zum einen gucken, hat der Polkörper alle Gene? Hat er eins zu viel, dann fehlt dem Ei eins. Hat er eins zu wenig,
dann hast du im Ei eins zu viel. Und du hast natürlich ein komplettes Spiegelbild dessen, was du im Ei hast oder im Embryo in diesem Fall, auch im Polkörperchen. Aber du kannst tatsächlich nur die weibliche Seite abklären. Hat allerdings den Vorteil, wenn du zum Beispiel einen nachgewiesenen X-chromosomalen Erbgang hast, also einen Erbgang, der über die weibliche Seite vererbt wird, dass du das damit gut abklären kannst und dass du auf der anderen Seite nicht zum Ethikrat musst. Möchtest du den Embryo in seiner Gesamtheit abklären, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Präimplantationsdiagnostik zu machen, wenn irgendwas Ernstes vorliegt. Und du kannst natürlich auch deine Eizellen einfrieren und sie für später kryokonservieren. Das heißt, du kannst einen Stimulationszyklus machen und kannst gucken, dass du möglichst ja, so 20 bis 30 Eizellen hat man ganz gerne einfrieren lässt. Das heißt, das sind dann meist 2 bis 3 Zyklen, die du auch komplett selber bezahlst, die du vor dem 35. Lebensjahr machen lassen solltest. Und dann werden die Eizellen gesammelt, eingefroren und du kannst dann zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen. Man sagt so, man braucht ungefähr 7 Eizellen, um eine Schwangerschaft herbeizuführen, wobei das keine Garantie ist, dass du dann auch wirklich schwanger wirst. Du kannst die Eizellen unbefruchtet einfrieren lassen, das ist rechtlich komplikationsloser. Vom Auftauvorgang stabiler sind Embryonen, aber wenn du dich zum Beispiel in der Zwischenzeit von deinem Partner trennst, kannst du die Eizellen wegschmeißen. Das ist auch ein bisschen blöd. Also da musst du halt einfach gucken. Manche Firmen in den USA beteiligen sich bei führenden Angestellten dann auch schon mal an den Kosten. Du kannst ja mal mit deinem Chef reden. Ein anderer Grund, das zu machen, ist, wenn eine Chemotherapie ansteht, die die Eizellen schädigen würde. Auch dann kannst du einen Stimulationszyklus machen und kannst versuchen, diese Eizellen einfrieren zu lassen. Wobei, da hast du nicht so viel Zeit wie im normalen Leben. Da steht dir die Zeit schon ziemlich im Nacken. 3 bis 4 Zyklen wirst du nicht zusammenbekommen. Dafür gibt es dann noch eine andere Methode, die noch nicht so etabliert ist, aber die auch ganz gut wohl funktioniert. Du kannst Eierstocksgewebe entnehmen und es einfrieren lassen. Und dann kannst du die Chemotherapie machen und wenn dann alles vorbei ist und du die Sicherheitszeit abgewartet hast, kannst du dieses Eizellgewebe auftauen lassen. In dem Eizellgewebe befinden sich unreife Eizellen. Die kannst du in einem Nährmedium nachreifen, die dann mit einer künstlichen Befruchtung befruchten und zurückgeben. Es gibt bereits erste Schwangerschaften mit dieser Methode, allerdings ist sie wirklich noch nicht so etabliert. Aber auch für die Männer, du kannst deine Spermien einfrieren lassen. Es gibt ein paar bösartige Erkrankungen, wo es ganz sinnvoll ist, die Spermien einfrieren zu lassen, weil die Chemotherapie die Hoden schädigen. Und diese Erkrankungen treten dann häufig, wie zum Beispiel so ein Knochensarkom, in einem Alter auf, wo du dann eben auch an die Familiengründung denkst, so um die 30. Da solltest du, bevor du deine Chemotherapie bekommst, dran denken, den Samen einfrieren zu lassen. Sowohl bei der Eizelleinfrierung als bei der Sameneinfrierung kannst du bei der Krankenkasse mal anfragen, ob sie dir was dazugeben. Du kannst den Samen auch so einfach einfrieren lassen, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich bin dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf einer Geschäftsreise und bin bei der IVF absolut nicht abkömmlich. Oder du lässt dir zum Beispiel den Samen als Sicherheit einfrieren, das geht auch, das zahlst du aber selber. Wenn jetzt im Ejakulat so gar nichts ist an Samen, dann gibt es auch noch eine Methode, die erfolgversprechend sein kann. Ich habe in der Klinik gearbeitet, wo dann diese Operationen durchgeführt wurden und wenn der Funk in der Mittagspause ging und die Haare auf dem oder die Beine auf dem OP-Tisch relativ behaart waren, dann war der Urologe da und wir haben eine These gemacht. Bei der These, testikuläre Spermienextraktion, ist es so, dass du aus dem Hodengewebe was rausnimmst, dir im OP schon mal anguckst, sind da noch Samenfädchen drin? Wenn ja, dann nimmst du 3, 4 Proben raus, frierst diese Proben ein und dann wird bei der Frau eine künstliche Befruchtung durchgeführt. Das heißt, du kriegst eine Spritzentherapie, die Eizellen werden entnommen und wenn man dann befruchtungsfähige Eizellen hat, dann werden diese Proben aufgetaut. Da ist es tatsächlich so, dass in diesen Proben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Samenfädchen drin sind. Du kannst da keine Millionen erwarten. Deshalb wird immer eine ICSI gemacht. Das heißt, es wird ein Samenfädchen direkt ins Ei gegeben. Damit bekommst du auch Schwangerschaften, aber auch da ist das Material begrenzt. Und es ist natürlich auch ein bisschen härtere Nummer, als wenn du eine normale IVF machst. Ob du dir jetzt Gewebe oder Eizellen oder Spermien einfrieren lässt, ist immer eine sehr persönliche Entscheidung, ist auch eine sehr teure Entscheidung, das kostet. Aber es kann im Einzelfall auch tatsächlich so sein, dass es für dich nützlich ist und dass es für dich eine gute Entscheidung ist. Das hängt immer von deiner Lebenssituation ab.
Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Informationen weiterhelfen. Und wenn du jemanden kennst und sagst, für den ist das was, dann teile das Video doch einfach. Und möchtest du keine neue Folge mehr verpassen, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Ich wünsche dir, dass du schnell dein Wunschkind im Arm hältst. Alles Liebe, deine Heidi.